Ich hab da was. Ja, hallo, ich möchte das haben. Ja, gleich. Jetzt lass mich auch erstmal gucken. Nein, ich doch. Sag mal, her damit. Immer auf die kleinen Dicken. Befehl und Gehorsam, du kennst das. Ey, das ist das neue GQ50 von Hikmiko. Das neue Griffon. Mit einem IR-Aufhänger, der. Dreh mal rum. Dreh doch mal rum. Zeig doch mal rum. Von unten da, genau. Ja. Den man nämlich abnehmen kann. 3D-Teller-Drehung. Schaut euch das mal an. Ist das nicht cool? Also 50er Linse, großer 614 bei 512 Sensor, 12 μ Pitch, einem außen angebauten IR-Aufheller. Der auch an die Geräte dran passt, die ihr schon habt. Also GQ35, GL35. Genau. Einfach nur so ein kleiner Adapterarm, ganz einfach aufgeschraubt. Und schon kann man auch den Nachtsichtkanal in der Nacht genießen. Ich finde es geil, das Gerät. Ist auf jeden Fall ein deutlicher Schritt nach vorne. Aber was kann man noch sagen? Software-Update? Software-Update, genau. Das Bild ist nochmal richtig besser geworden. Latenzzeit ein bisschen besser geworden. Genau. Ich bin begeistert. Möchtest du noch ein bisschen spielen? Wir sehen zu, dass das Gerät hier gleich in der Tasche verschwindet und wir es bei uns auf der Kanzel ausprobieren können. Und nicht nur hier auf so einer gut geheizten Messe, oder? Das merken wir gar nicht. Also, bleibt dran, euer Vinari-Team. Von der IWA. Tschüss.